Vernunft. Warum eigentlich nicht? Politische Unvernunft überwinden. Die Einleitung gesprochen von Jörg Schock. Mit der Absicht, ein Buch zu schreiben, welches meine Überzeugungen zu Gesellschaft, Politik und alles, was mich bewegt, widerspiegelt, komme ich nicht umher, an die vergangenen 30 Jahre meines Lebens zurückzudenken. Vor allem sehe ich, wie sich mein Leben verändert hat, seit ich 2016 angefangen habe, mich politisch zu interessieren und zu engagieren. Gerne denke ich an eine behütete, um nicht zu sagen unbesorgte Zeit zurück. Manchmal schlage ich die Zeitung auf, lese mir Berichte über Aktuelles im Internet durch und mir kommt die Frage, ob ich früher wirklich so naiv war oder ob sich wirklich alles so sehr verändert hat. Viele Jahre bin ich aufgestanden und habe mich über Politik oder das, was dort so gemacht wird, nicht eine Minute befasst. War ich nur politikverdrossen oder gab es damals weniger zu kritisieren? Ich bin mir nicht sicher, wann es tatsächlich begann. Irgendwann bin ich aufgestanden und meine Augen waren offener, als sie vorher zu sein gewesen zu sein schienen. Ich habe im Internet politikbasierende Videos angeschaut, bei denen mir die Frage aufkam, ob es sich um eine Verschwörungstheorie handelt oder ob so etwas wirklich wahr sein kann. Viele Dinge, die ich als unmöglich erachtete, sind tatsächlich in unserer heutigen Zeit durch politische Entscheidungen real geworden. War es früher auch schon so unvernünftig, als ich es noch nicht sah, oder nimmt es einfach Überhand? Ich kann nur jedem, der nicht weiß, was ich meine, nur raten, nach draußen zu gehen, sich die Innenstädte anzusehen, also wie viele Geschäfte leer stehen, die Bahnhöfe, wie diese verschmutzt und beschädigt sind, und den Zustand von Zügen, Bussen und Straßenbahnen. Unsere Stadtfeste sind abgesichert wie Hochsicherheitszonen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als die Ordnungspolizei noch nicht bewaffnet war. Überall hört man das Echo von Klagen, aber viele sind nicht bereit, etwas dagegen zu unternehmen. Kommt man über Dinge, die man auf offener Straße sieht, mit dem Bürger ins Gespräch, teilen viele meine Ansichten zur Vernunft. Die Wahlergebnisse zeigen jedoch etwas anderes. Ist es nachvollziehbar oder hat es mit Vernunft zu tun, nach Gewohnheit zu wählen, anstelle sich anzusehen, welche der Parteien welche Inhalte programmatisch anzubieten hat? Wieso wählen so viele Bürger gegen ihre eigenen Interessen? In der Wahlkabine ist doch jeder allein, oder etwa nicht? Was mir ganz extrem aufgefallen ist, dass sich Freundschaften trennen und Familien zerstreiten, nur weil unterschiedliche Ansichten vorherrschen. Können viele einfach andere Meinungen nicht mehr akzeptieren? Eine traurige Entwicklung aus meiner Sicht. In Wahlkämpfen fällt es ganz besonders auf, dass die Hemmung, das Eigentum anderer zu beschädigen, offenbar bei vielen nicht mehr gegeben ist. Ob es sich nun um Wahlplakate oder gar die Parteibüros handelt, ist in dem Fall gleichermaßen eine bedenkliche Entwicklung. Anstelle sich selber politisch konstruktiv zu engagieren, die Zahl der aktiven Mitglieder in Parteien ist stark rückläufig, wird auf gewaltsame Exzesse, Sach- und Körperverletzung gegen politisch Andersdenkende zurückgegriffen. Das halte ich für eine unvernünftige Entwicklung, gesellschaftlich unvernünftig. Vielleicht denke ich aber auch zu viel über Dinge nach, die als gegeben hingenommen werden sollten. Sollten wir uns wirklich daran gewöhnen, wenn mehr Sicherheitsmaßnahmen vonnöten sind, damit wir uns um nichts kümmern müssen? Erschrocken musste ich feststellen, dass in Wahlkämpfen mit Hilfe von aufgestellten Programmen viel versprochen wurde, aber nicht mal der Versuch unternommen wurde, zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen, diese Versprechen umzusetzen. Dieses Buch zeigt meine persönlichen Ansichten auf, gibt Lösungsansätze, um sich wieder der Vernunft zu nähern und soll zum Denken anregen, ob das Verhalten eines jeden Einzelnen und die Wahlentscheidung nachvollziehbare Hintergründe haben. Zudem werden fragwürdige politische Entwicklungen hinterfragt. Abschließend kann ich hier in der Einleitung nur sagen, dass ich, seit ich mich politisch engagiere, habe ich Dinge gesehen und gehört, die aus meiner Sicht mit Vernunft nichts mehr zu tun haben. Deshalb auch der Buchtitel Vernunft, warum eigentlich nicht?